Ja, wir finden uns, man muss sich bloß einfach vorstellen, die meisten Schausteller haben die letzten Einnahmen im Dezember 2019 generiert. Und viele Kollegen, die kleinere Betriebe haben, die keinen Weihnachtsmarkt haben, seit Oktober 2019. Und wenn ich das jemand sage, überlegt er das mal, wie lange jetzt die Einnahmen wegbleiben, dann kann sich jeder vorstellen, wie es den Schaustellern geht. Unabhängig davon, aber vom Wirtschaftlichen, sind wir seit über einem Jahr aus unserem sozialen Leben komplett herausgeworfen worden. Und das ist das Hauptproblem. Wir wollen auf unsere Festplätze, wir wollen zu unseren Gästen, wir wollen zu unseren Freunden, wir wollen wieder arbeiten. Sie haben ja die Sommertage bewiesen, dass ja was funktioniert mit dem Konzept, mit dem Hygienekonzept. Das Publikum war glücklich. War das für Sie? So ist es. Wir hatten einen Einlass-QR-Code, wo wir heute darüber diskutiert, hatten wir damals schon. Und wir sind höchst gelobt worden. Es ist ja auch ein Film gedreht worden über diese Sache. In ganz Deutschland hat es dann Nachahmer gehabt. Es gab keinerlei Vorfälle, egal ob es in Oldenburg, in Augsburg oder in Nürnberg war. Überall, wo solche Projekte gelaufen sind, solche Alternativkonzepte gelaufen sind, gab es keinerlei Vorfälle. Wir haben bewiesen, wir Schausteller, dass wir es können. Und umso trauriger sind wir, dass wir nach wie vor stillgelegt sind. Der Unternehmer unternimmt ja was. Im Sommer waren ja dezentrale Stände draußen. War das ein kleiner Trost? Wenigstens hat es wahrscheinlich nicht auffangen können. Also. Ja, man kann das unter Beschäftigungstherapie abbuchen, sage ich mal. Es war mehr ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Kollegen haben das zu Teilen angenommen. Aber jetzt zum Beispiel in der ganzen Zeit, wo der Einzelhandel dann auch zu war, hat es auch diese Sache keinen Sinn mehr gehabt. Es ist einfach schwierig. Wir sind einfach gewohnt, mit unserer Hände Arbeit, ja, uns aus dem Sumpf zu ziehen. Wir haben noch nie staatliche Leistungen in Anspruch genommen. Wir sind Kämpfer und Unternehmer im wahrsten Sinne des Wortes. Aber diese Sache war tatsächlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hätte denn 2020 bereits so dezentrales, zentrales Volksfest hier mit verschärften Bedingungen stattfinden können? Wäre das nachher denn machbar gewesen? Selbstverständlich. Wir waren ja in der Staatskanzlei. Wir haben das in Haibanger den Ministern, der Gesundheitsministerin damals noch auch vorgestellt, mehrfach. Jeder Landtagsabgeordnete hat es auch gewusst, was wir hier vorhaben. Zum Schluss war die Riesenfläche des Platzes dann der ausschlaggebende Grund, es nicht zu gestatten. Deswegen haben wir uns natürlich jetzt für dieses Jahr andere Alternativkonzepte ausgedacht, wo die ablehnenden Gründe von damals dann Einfluss genommen haben. Ist ja das Frühlingsfest, nächste Woche wäre es eröffnet worden, ja jetzt auch abgesagt worden. Sie planen ja jetzt auch Neues. Da habe ich ja da einiges schon drüber gehört. Das ist richtig. Wir, und das möchte ich ja ausdrücklich nochmal betonen, uns ist die Gesundheit unserer Gäste das Wichtigste. Man darf ja nicht vergessen, wir wohnen ja selber mit unseren Familien hier auf den Festplätzen und haben deswegen in Einklang mit unserer Stadt Nürnberg, bei der ich mich auch nochmal herzlich bedanken will für die ganze Unterstützung das ganze Jahr über, haben wir beschlossen, das Volksfest abzusagen, mit schweren Herzen natürlich. Aber gleichzeitig haben wir im Rückblick des letzten Jahres, wo die Freizeitparks in Deutschland ja geöffnet waren, natürlich auch mit Hygieneregeln und so weiter, haben wir uns überlegt, was können wir denn machen. Und alle Dinge, wie voriges Jahr gelaufen sind, alle Veranstaltungen, Alternativkonzepte wie die Sommertage, wie gesagt, quer durch Deutschland, haben ihre Erfahrungswerte gebündelt beim Deutschen Schaustellerbund. Dort wiederum hat man dann ein Dossier verfasst, wo jeder sich praktisch einen Bausteinschubkasten, wo man sich rausnehmen kann, was man für sich braucht. Das haben wir gemacht, haben auch unsere Erfahrungswerte. Und jetzt ist ein tolles Konzept entstanden. Wir wollen also diesen Volksfestplatz hier zu zwei Dritteln ungefähr bespielen. Und das Ganze nennt sich Nürnberland. Ja, das ist das Logo dazu. Das ist der Freiluftspaß am Dutzendeich. Denn es wird immer vergessen, dass wir ja an der frischen Luft sind. Ja, wo auch das RKI sagt, da gibt es so gut wie keinerlei Probleme, wenn man an der frischen Luft ist. Wir haben uns orientiert an den Vorgaben, die es voriges Jahr gab, an den Freizeitparks in Bayern. Und wenn wir das machen können, erwartet hier die Familien wirklich ein Bonbon für das, dass sie so lange ausgehalten haben. Man muss nicht quer durch Deutschland oder ins Ausland fahren, um in einem Freizeitpark
Spaß zu haben. Man kann das hier jetzt in der Region machen. Es ist ein Angebot für unsere Bürger hier aus der Region. Wir wollen also keinen Reiseverkehr damit anschieben, sondern wir wollen den Spaß in die Stadt holen für die Kinder, für die Familien. Und dafür ist dieses Konzept gemacht. Die Feinplanung wird gerade noch erarbeitet, deswegen im ersten Moment erst das Logo. Aber glauben Sie es uns, wir haben schon im Kopf, wie es dann aussehen soll, mit Top-Attraktionen vom größten Kettenflieger der Welt bis zum riesen Freefall Tower, mehrere Achterbahnen, also ein Spaß für die Familien, wie man es vorher noch nie gesehen hat. Natürlich mit begrenzter Einlasszahl, natürlich mit Hygienemaßnahmen und Hygieneregeln, Einbahnstraßenregeln und so weiter, Abstands. Und jedes Geschäft hier, das da teilnimmt, hat sein eigenes Eingangsszenario, wie wir es auch schon an den Sommertagen bewiesen haben. Jedes Geschäft hat sein eigenes Hygienekonzept, also durch und durch durchgeplant. Und wir haben das jetzt vorstellen dürfen bei unserer Stadtspitze, bei unserer Umweltreferentin. Die Landtagsabgeordneten haben wir das zugeschickt. Bis jetzt alle begeistert. Und jetzt schauen wir mal, dass endlich die Zahlen sich in vernünftiger Weise nach unten bewegen. Und dann werden wir das angreifen. Jetzt hat ja Berlin ja heute wieder harte Regelungen noch weiter verlängert. Glauben Sie, die können noch einen Strich durch die Rechnung machen? Oder haben Sie einen Appell an die Politik, jetzt zu sagen, liebe Politik, schau her? Ja, natürlich. Wir haben alle jetzt die Zahlen im Blick. Und man hat ein gewisses Verständnis, dass man jetzt noch mal über Ostern diesen Lockdown probiert. Etwas verschärft sogar. Aber danach denke ich, und da spreche ich sicherlich für die Gastronomen genauso wie für den Einzelhandel, muss es Öffnungsstrategien geben. Ja? Auch für die Kultur natürlich, für alle Branchen, die so lange jetzt dabei sind und das aushalten müssen. Und ich denke, es gibt gute Konzepte, wie wir gerade gesehen haben. Auch andere entwickeln gute Konzepte. Wenn ich an die Gastronomie denke, das war doch hervorragend, wie das gelaufen ist. Ja, und die Zahlen sind jetzt gestiegen, obwohl wir alle zu haben. Ja? Also muss man jetzt Öffnungsstrategien für die Bevölkerung in Angriff nehmen. Und da wollen wir dabei sein. Die Menschen verelenden ja auch daheim jetzt. Also ich sehe es in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Die Situation ist für die Menschen dunkel momentan. So ist es. Und es ist ja, man braucht ja nur in den Medien das sich verfolgen. Es gibt neben der Pandemie auch noch ganz andere Sorgen. Und gerade die Kinder von Familien, die vielleicht ohne Balkon in kleineren Wohnungen aushalten müssen, für die ist das jetzt das kleine Glück oder das große Glück. Ja, wir sind die kleinen Leute, bringen aber den großen Spaß in diese Stadt. Und wir würden das gerne für unsere Familien machen. Herr Kalb, herzlichen Dank.